Preisdruck, gerade auch in EU, im EU-Raum, das haben Sie auch angesprochen, der wird immer größer und es sorgt eben für wenig Spielraum in der Produktion und freiwillige Leistungen, auch im Bereich des Tierwohls, werden nur unzureichend honoriert. Wie kann man also die Marktposition der bayerischen Landwirte gegenüber dem Lebensmitteleinzelhandel stärken? Herr Borchert, möchten Sie gleich starten? Will ich gern machen. Ich glaube, hier ist es dringend notwendig. Und da sind ja erste Schritte politisch getan worden, indem die Regelungen für Verträge verändert und verschärft worden sind. Hier müssen wir dafür sorgen, dass die Vertragsposition der Bauern über die Kette gestärkt wird und sie dem Druck der Discounter widerstehen können. Da bedarf es politischer Maßnahmen, dazu bedarf es aber auch einer stärkeren Konzentration der Bauern in der Vermarktung selbst. Also da liegen, glaube ich, auch noch Möglichkeiten, wie wir als Landwirte unsere Position verstärken können. Aber generell brauchen wir Regelungen, mit denen sichergestellt wird, dass die Verträge, die abnehmende Hand, der Handel mit den Landwirten oder der Discounter mit den Landwirten schließt, auch wirklich so sind, dass die Last nicht bei den Landwirten ankommt, sondern hier wirklich auch der Landwirt davon profitiert. Also da kann man, glaube ich, einiges regeln, um die Wettbewerbsposition in der Kette für die Landwirte zu verbessern. Frau Singer, wie ist Ihr Direktmarketing? Unser Direktvermarketing? Naja, also ich finde, natürlich, das eine ist Direktvermarktung, das ist das eine, aber wir müssen uns schon im Klaren sein, dass nicht jeder Bauer direkt vermarkten kann und dass in den großen Städten die Menschen ihre Lebensmittel im Lebensmitteleinzelhandel kaufen werden und in den Discounter. Wichtig ist einfach, dass die Politik Rückgrat hat und dass sie nicht weiter zulässt, dass die Machtkonzentration beim LEH so stark ist, sondern dass sie auch Erzeugergemeinschaften und Erzeugerzusammenschlüsse besser stärkt, damit die Position zwischen Erzeugerzusammenschlüssen und dem Lebensmitteleinzelhandel, dass dieses Ungleichgewicht etwas ausgeglichen wird. Der Herr Borchert hat das gerade alles sehr schön erklärt. Und für mich ist immer noch, ich bin ein Mensch, der immer in Dialog mit dem Verbraucher tritt. Für mich, wir brauchen den Verbraucher als Unterstützer. Also das ist ein ständiger Appell von mir. Bitte nicht jedem Superangebot hinterher schauen, sondern einfach auf regionale oder auf heimische Ware schauen, sei so ein regional einkaufen. Das ist einfach auch was, das hat was mit Genuss zu tun, das hat auch was mit einem positiven Lebensgefühl zu tun und dann ist den Bauern und den Konsumenten geholfen. Herr Dr. Herz, wie ist es bei Ihnen? Wie sehen Sie die Marktposition gestärkt? Ja, es wurde jetzt schon einiges erwähnt, aber da müssen wir Politiker natürlich auch ein Stück selbstkritisch sein. Ich kann jetzt einfach sagen, das war vor meiner Zeit, aber die Verbraucher machen ja nichts Illegales. Ich sage allgemein, die Politik hat zugelassen, dass im Grunde genommen 4, 5 große Discounter zu 90% unseren Markt bestimmen. Und im sogenannten Dreiklang Erzeuger, Verarbeiter und Lebensmitteleinzelhandel sind eben die Erzeuger, die Landwirte, die Schwächsten in diesem Glied. Herr Borchert, Sie haben es gesagt, wir müssten uns da noch mehr konzentrieren, zusammenschließen. Es wäre eine Möglichkeit. Ich glaube, wir wissen alle, es gab da immer wieder Anläufe und Versuche. Da müssen wir natürlich weitermachen. Ich nenne das Beispiel. Wie gesagt, 90% des LEH hat sich konzentriert, aber wir dürfen nur europaweit 3,5% zum Beispiel der Milchmenge konzentrieren. Und da ist natürlich ein Ungleichverhältnis. Und ich will noch ein zweites kurz erwähnen, die sogenannten Dumpingpreise, die Discounter immer machen, beispielsweise 1,90 für ein Kilo bestes Hackfleisch, dann 40 Cent für einen Liter Milch und. Ich bin da seit 30 Jahren mit dem Bundeskartellamt im Clinch und wissen Sie, ich kriege dann zur Antwort, es gibt da das Gesetz, dass man nicht unter Produktionskosten verkaufen darf.
Wenn da der Milchpreis zum Beispiel Richtung 20 Cent geht und der Discounter verlangt 40, dann antwortet mir das Bundeskartellamt, hier haben Sie doch die Spanne. Aber ich glaube, es ist eben klar, mit 30 Cent ist schon Milch schwierig zu produzieren und mit 20 erst recht. Und hier haben wir im Gesetz einfach eine Lücke. Ich habe schon mehrfach versucht, das 3 Wochen zu beobachten, aber Sie haben es kurz vorher immer wieder den Preis nach oben geschraubt. Das wäre jetzt ein längeres Thema, aber ich will das hier jetzt zunächst mal beenden. Und ich würde gerne noch eine Frage, bevor wir auf die Fragen der Zuschauer kommen, beantwortet wissen, nämlich die internationale Wettbewerbsfähigkeit. Also es gibt ja auch Produkte wie Soja etc., die werden gar nicht in Deutschland angebaut. Schutzzölle gibt es im Moment noch, die sorgen dafür, dass das Preisniveau für landwirtschaftliche Erzeugnisse eben ein bisschen höher ist, wenn die importiert werden. Aber wie kann man dauerhaft international wettbewerbsfähig bleiben? Wie kann man mit außereuropäischen Mitbewerbern überhaupt konkurrieren langfristig? Also ich glaube, hier gibt es ja zwei Probleme. Erstens die Wettbewerbsfähigkeit innerhalb der Europäischen Union. Wenn wir innerhalb der Europäischen Union in der Produktion, landwirtschaftlichen Produktion unterschiedliche Standards haben, wenn wir die Standards bei uns weiter anheben, in den anderen europäischen Ländern nicht, dann sinkt unsere Wettbewerbsfähigkeit. Wir dürfen nationale Standards bei uns nicht mehr weiter anheben oder nur anheben oder nur die gewünschten höheren Standards mit einer Förderung unterstützen, sonst verlieren wir die Wettbewerbsfähigkeit. Bei der internationalen Wettbewerbsfähigkeit stehen wir, glaube ich, jetzt an einem ganz zentralen Punkt. Hier besteht ja der Preisvorteil im internationalen Wettbewerb für Anbieter aus anderen Ländern häufig darin, dass dort ohne Rücksicht auf Klima und Umwelt produziert wird. Und wir müssen die Kosten, die mit der Nachhaltigkeit, mit Klimaschutz und Umweltschutz verbunden sind, auch beim Import aus Drittländern mit berücksichtigen, denn sonst geht das zulasten der Produktion in Europa. Und da, glaube ich, stehen wir vor wichtigen Entscheidungen. Das hat nichts mit Zöllen zu tun, mit denen wir Importe verhindern wollen. Aber wir müssen schon sicherstellen, dass wir zunehmend auch nur noch Produkte importieren, die auch in den Ländern selbst mit Berücksichtigung des Klima- und Umweltschutzes produziert worden sind, dann werden sie teurer, dann verbessert sich die Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft in Europa und auch in Deutschland. Wie sehen Sie das, Herr Dr. Herz? Beispielsweise Afrika, da will man ja eigentlich, dass die auf eigenen Beinen stehen, eben nicht zulasten der Landwirte hierzulande. Ja, zunächst mal ist es natürlich immer sinnvoll, Sie haben das Beispiel Afrika genannt, es ist immer besser, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten, als dort zum Beispiel Milchpulver hinzuschicken. Aber das ist natürlich ein längerer Weg, das geht nicht von heute auf morgen. Ich will noch ein anderes Beispiel bringen. Es geht, glaube ich, nicht nur um Standards innerhalb Europas. Ich habe mir zum Beispiel mit dem Bayerischen Ausschuss in Argentinien und USA die Fleischproduktion ein bisschen angeschaut. Und die Christine Singer weiß das, da ist zum Beispiel das Mercosur-Abkommen auch ein Problem. Da sollen fast 100.000 Tonnen auf den europäischen Markt kommen. Und in diesen Ländern ist eine Hormonverwendung kein Thema. Und in Deutschland und in Europa ist es verboten. Und da haben wir verschiedene Wettbewerbsbedingungen. Dieses Fleisch kommt dann wesentlich billiger, trotz Transport noch nach Europa. Und hier ist sicher ein großes Problemfeld, was die Eiweißversorgung anbelangt, haben wir inzwischen in Bayern versucht, mit dem sogenannten Donausoja ein Stück Eigenproduktion aufzubauen. Also wir müssen nicht unbedingt alles Soja aus Südamerika holen, wir können auch ein Stück hier selber produzieren. Aber wie kann das sein? Das muss ich mal eine Verständnisfrage. Jedes oder viele chinesische Autos sind für die deutschen Straßen nicht zugelassen, aber die Lebensmittel dann doch, also die hier gar nicht zugelassen werden, können importiert werden? Ja, da hat natürlich der Herr Borchert mehr Erfahrung als ich. Ich würde jetzt einfach antworten, das ist eine Folge der Globalisierung. Es gibt ja einzelne Punkte, wo wir den Import von Lebensmitteln nicht zugelassen haben, weil sie unseren Anforderungen nicht entsprechen, wenn ich etwa an die Hähnchen aus den Vereinigten Staaten denke, viele andere Produkte. Aber an anderen Stellen, da gebe ich Ihnen recht, müssen natürlich die
das da noch nachschärfen. Ich glaube, dass wir nicht genau genug kontrollieren, ob in den Ländern Hormone oder Antibiotika in stärkerem Umfang zugelassen sind, die bei uns verboten sind. Damit wird die Produktion billiger. Aber wir dürfen diese Produkte nicht importieren. Wir müssen die Kriterien, die wir an unsere Produkte stellen, auch an Importprodukte stellen. Das machen wir auch beim Auto. Das Auto, das wir importieren, muss den Sicherheitsstandards in Deutschland entsprechen, wenn es importiert werden darf. Und die Lebensmittel, die wir importieren, müssen den Produktions- und Sicherheitsstandards entsprechen, die wir in Europa und in Deutschland haben. Da gibt es eine Menge Lücken, da ist noch viel zu tun. Und das wird die Wettbewerbsfähigkeit, glaube ich, entscheidend verbessern. Ich greife gerne auf, was Sie gesagt haben, Herr Dr. Herz, zu Soja. Das hätte ja, wenn es uns gelingt, Soja in größerem Umfang in Europa anzubauen, dann hat dies ja einen entscheidenden Vorteil auch für mehr Umweltschutz. Dann wird das Abholzen der Wälder in Brasilien geht dann zurück, weil die nicht mehr so viel Soja anbauen können. Also da, glaube ich, liegen Chancen, die wir wahrnehmen müssen, die auch die Wettbewerbsfähigkeit in Europa erheblich verändern werden. Was da halt einfach der Punkt ist, in anderen Ländern zählt die Produktqualität und bei uns in Deutschland muss einfach der Prozess, also bei uns wird der ganze Prozess kontrolliert und ist wesentlich aufwendiger, wesentlich strenger und unterliegt halt der Nachhaltigkeit. Und das ist der Unterschied zwischen diesen Produkten. Am Schluss haben sie immer ein Fleisch, aber die Entstehung ist eine andere. Und das ist das Problem der Landwirte in Deutschland. Kann ich Ihnen noch ein schönes Beispiel erzählen? Meine Tochter lebt in Kalifornien. Hat dann, nachdem sie eine Zeit in den Vereinigten Staaten schon gelebt hat, erfahren, dass das Schweinefleisch in Amerika nicht auf Trichinen untersucht wird. Seitdem isst sie in Amerika kein Schweinefleisch mehr.